Und hallo und herzlich willkommen bei den Zwischenwelten. Und es gibt wieder die sonntägliche Krabbelkiste, auch wenn bei mir gerade das OBS ein bisschen zicken macht. Genau, aufi, ich darf schon einen Warrior begrüßen und eine Laruna. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr konntet den Stream von Aya vorher genauso genießen wie ich. Diesmal zieht's uns nach Mittelerde und ich hatte euch ja eigentlich versprochen, dass ich vorher abkläre, ob das Ding multiplayerfähig ist oder nicht. Und das war so ein bisschen die Achterbahnfahrt der Gefühle. Ja, es hat Multiplayer, also es ist ein Dreispieler-Koop-Game, aber man kann es nicht mehr kaufen, weil die Lizenz wohl befristet war und es mittlerweile nicht mehr verkauft werden durfte. Deswegen schauen wir es uns eher im Singleplayer an, werden dann von zwei Bots begleitet. Und hallo Traumtänzer, ich grüße dich. Und ihr habt jetzt dann auch gleich die Qual der Wahl. Du warst auch gerade im Dinoland mit Aloy. Der erste Teil, was ich dir raten würde, wenn du neu damit anfängst, oder Forbidden West. Auf alle Fälle grandioses Spiel. Ja, wir schauen mal, ob wir hier jetzt auch was aus Mittelerde sehen können. Genau, es ist schon ein bisschen betagter, das Spiel. Also ich weiß jetzt gar nicht, von wann es ist, aber es scheint jetzt so seit 3 Jahren nicht mehr verkauft werden zu dürfen. Ansonsten hätte ich euch da liebend gerne für den Multiplayer mit eingeladen. Der erste Teil. Tja, auf alle Fälle viel, viel Spaß damit, auch wenn du schon ein bisschen weißt, dass es Aloy überlebt, sonst wäre sie ja nicht im zweiten Teil. Hast die PC-Version? Ja, nicht schlecht. Hatte ich mir auch überlegt, ob ich mir die dann irgendwann noch mehr hole, wegen dem Grafik-Upgrade, aber ich glaube, das ist sowas, das spielt man einmal durch, dann hat man es gespielt. Genau, bei Mittelerde-Schlacht im Norden oder Krieg im Norden, da habt ihr jetzt die Qual der Wahl. Also wir werden uns wahrscheinlich alle drei Charakterklassen mal anschauen. Aber das Ganze ist eben eigentlich als Koop-Spiel gedacht, jetzt eben dann von der KI begleitet. Wir können uns da zwischen dem Zwerg, dem Magier und dem Waldläufer entscheiden. Also so der Waldläufer müsste, glaube ich, genau Dunedain, sollte auch ein Elb sein. Also wären da schon alle Klischees bedient. Genau, ich bin mir nicht sicher, wie das dann ist mit den Magiern, weil die waren ja eigentlich eher rar gesät in Mittelerde. Und da gab es eigentlich relativ wenig No-Name-Magier. Warrior ist für den Waldläufer. Dann fangen wir auch mit dem Waldläufer an, würde ich sagen. Und schauen wir mal, gespeichertes Spiel wählen. Ja, wir wollen eigentlich ein neues Spiel starten. Müsste dann ganz vielleicht diese Taste sein. Bist du sicher? Ja, wir sind sowas von sicher. Und es soll sich so ein bisschen Dark Soulig spielen. Aber da haben wir jetzt das Intro verpasst. Also müssen wir wahrscheinlich noch mal kurz raus und noch mal irgendwie einen neuen Speicherstand beginnen. Will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Von den richtigen Zaubern, also so vom Gandalf-Kaliber, hast du recht, gab es eigentlich nur 5. Glaube ich schon, also nicht richtig Magiebegabte, aber ich sage mal, so eine Art Kräuterhexen hat es, glaube ich, auch gegeben. Da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher, aber reine Magier, hast du recht, gab es nur die 5, zumindest die, die halt auf Mittelerde wandelten. Gibt natürlich dann noch die Ainur, die Götter, die mit Sicherheit auch magisch begabt sind. Die haben sich aber nie in Mittelerde blicken lassen. Ausnahme vielleicht von Morgoth. Je nachdem, wie man es auslegt. Ja, wir wollen hier ein neues Spiel. Wir probieren es auf normal. Wir wollen den Waldläufer und probieren es jetzt nochmal mit Intro. Viele Lieder wurden schon vom großen Ringkrieg gesungen und viele Geschichten erzählt. Die Namen von Helden wie Gandalf dem Grauen, Aragorn, dem König, und Frodo, dem Ringträger, werden in großen Ehren gehalten. Zu Recht. Doch Saurons Arm reichte viel weiter als nur bis Gondor und Rohan. Und seine Truppen hätten im Norden Mittelerdes viel Unheil angerichtet, wenn sich ihm nicht eine Handvoll Helden in den Weg gestellt hätte. Auch deren Geschichten verdienen es, erzählt zu werden. Eine dieser Geschichten beginnt hier, in der kleinen und ruhigen Stadt Bre. Ein paar Tage nur, bevor Frodo auf seiner Reise hier eintraf. Aragorn. Iradan, sei gegrüßt. Du in Begleitung eines Elben aus Bruchtal und eines Zwerges vom Erebor. Ein ungleiches Trio, das da durch die Türen des tänzelnden Ponys kommt. Du kommst sicher von der Sarnfurt. Hast du Nachricht von Halbarad?
Ja, schlimme Nachrichten. Das habe ich befürchtet. Schnell, erzählt mir, was passiert ist, aber sprecht leise. Wir könnten belauscht werden, selbst hier in Bree. Vor 3 Tagen wurden die Wachen an der Sarnfurt von 9 schwarzen Reitern angegriffen. Das ist unser Waldläufer, doch ein Mensch, ein Zauberin der Elf. Seid standhaft, Waldläufer! Wir wurden besiegt und der Feind zog ins Auenland. Das ist schlimmer, als ich mir vorgestellt habe. Ich kenne diese Reiter. Sie kommen aus Mordor. Ringgeister? Unser Volk hat keine Chance gegen diese 9 zusammen. Wie hoch waren unsere Verluste? Sehr schlimm. Wir versuchten standzuhalten, doch sie waren umgeben von einer Aura des Bösen. Es gibt noch etwas. Die schwarzen Reiter trafen sich mit einem Verbündeten, einem Mann voller Bosheit und großer Macht. Ist auch ein grandioses Spiel, Warrior. Ja. Argendar. Wie unser Meister es befohlen hat, habe ich die Orks der Berge aufgehetzt. Und in diesem Moment ziehe ich in den Ruinen von Fornost eine Streitmacht zusammen. Kehre sofort zurück und bereite deine Truppen vor. Wir werden sie bald brauchen. Meine Orks sind bereit. Diese Lande haben schon zu lange in Frieden gelebt. Schon bald werden sie dem Zorn des dunklen Herrschers anheimfallen. Wenn dieser Argander eine Streitmacht in Fornost versammelt hat, dann wird unsere Lage umso verzweifelter. Aber warum solche Streitkräfte gegen die friedlichen Halblinge? Der Feind kann sie doch nicht als Bedrohung ansehen. So viel will ich euch verraten. Ein Hobbit aus dem Auenland soll mit einer großen Bürde auf dem Weg hierher sein. Wenn dieser Hobbit dem Feind in die Hände fällt, sind wir alle dem Untergang geweiht. Ja, so seltsam es auch erscheinen mag. Jetzt streunt dieser Hobbit durch die Gegend, umgeben von Feinden. Ich muss ihn finden, bevor sie es tun. Und ihr müsst mir helfen, ihn zu beschützen. Du bist mein Hauptmann. Ich werde mit Freuden tun, was du befiehlst. Ja, ich bin jetzt ebenfalls Teil davon. Dann sind wir 3 uns einig. Wie können wir helfen? Wir müssen die Bedrohung durch den Feind, der sich in Fornost versammelt hat, verringern. Reist dorthin und tut, was in eurer Macht steht, um das Auge des Feindes auf euch und weg vom Auenland zu lenken. Vielleicht finden wir Hilfe bei diesem Auftrag. Eladan und Elro hier waren im Norden, als ich zuletzt von ihnen hörte. Eine Ansammlung von Feinden wäre ihnen gewiss aufgefallen. Gut, es gibt keine besseren Verbündeten als die Söhne Elronds. Ich hoffe, wir treffen uns. Aber mit oder ohne Hilfe, der Feind wird alle Hände voll zu tun haben. Dafür werden wir sorgen. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob das wirklich alles so in die Lore passt. Aber es geht ja mehr um die Action, behaupte ich jetzt mal. Und ja, du hast recht, also, aber was ich halt lustig fand, ist an Shadow of Mordor, beziehungsweise an beiden Teilen, dass das so ein bisschen, also wenn wir in Guitar Hero geübt waren, dann war es irgendwie egal, wie viele Gegner die auf einen draufschmeißen. Wenn man immer rechtzeitig den richtigen Knopf gedrückt hat, dann ist man zumindest nie gestorben. Also es hat dann nie wirklich aufgehört, wenn man eben die entsprechenden Ziele nicht erfüllt hat. Aber das fand ich immer recht lustig, also es war immer vom Kampfgefühl her recht gut umgesetzt, muss ich sagen. War halt dann nur von der Quest her und von den, oder also von der Hauptstory geht's noch, auch von den Quests, die wir dann im Spiel hatten, die fand ich dann ein bisschen arg schnell wiederholend und eintönig. Genau, minutenlang perfekt blocken ist schon übel. Ja, da sagst du was. Also ich habe das, weiß Gott, dann auch nicht ewig ausgehalten, aber fand es eben ganz lustig, dass das da so umgesetzt ist. Aber wo wir schon beim Thema Lore sind, was haltet ihr eigentlich von Ringe der Macht, die Serie auf dem großen Versandriesen-Video-on-Demand-Plattform, um den Namen nicht zu nennen, auch der Inhaber von Twitch. Habt ihr die gesehen und falls ja, wie fandet ihr die? War zu kurz? Ja, das geht, muss ich sagen, das ist aber bei allen solchen Serien, die ich suchte, also auch bei Witcher und Co., dass das natürlich generell viel zu schnell vorbei ist. Ich meine, da gab es zumindest den Vorteil, also eigentlich finde ich es nicht gut, aber es ist halt,
der Vorteil dran, wenn die das dann nicht am Blog dann veröffentlichen und man hat es an einem Wochenende durch, sondern es hat sich ja dann doch jetzt ein paar Wochen gezogen. Ja, da könnte man, glaube ich, alle jetzt gleich weitermachen. Also jetzt, wo dann die großen Enthüllungen waren, nenne ich es jetzt mal, wobei ich es ein bisschen schnell abgehandelt fand. Also ich finde es nicht unbedingt schlimm, wie sie die ganze Serie über die Charaktere dargestellt haben, aber ich fand es in der letzten Folge ein bisschen schlimm, wie lapidar das Ganze dann so aufgelöst wurde, in Anführungszeichen. Aber da wollen wir nicht lang drüber spoilern. Jetzt schauen wir lieber mal, wie sich hier das Ganze auflöst, wie wir denn dem Ringträger helfen können, ohne ihn zu begegnen, würde ich mal vermuten. Komm, schauen wir mal, da sollen wir nochmal mit Aragorn sprechen. War das nicht der hier am Tisch? Ich habe einige Fragen, wenn es recht ist, Aragorn. Psst, hier in Bree gibt es keinen Aragorn. Nur Streicher, den Waldläufer. War ja unter dem Namen Streicher unterwegs. Schande über dein Haupt. Ja, man muss nicht alles gesehen haben, aber du hast nur eine Folge gesehen, weil du noch nicht dazu gekommen bist, oder sagst du nicht zu? Also ist ja auch eine legitime Meinung. Muss ja nicht jedem alles gefallen. Wie gesagt, ich habe da auch die ein oder anderen Kritikpunkte, war aber im Großen und Ganzen positiv überrascht von der Serie. Was wirst du jetzt tun? Warum verbirgst du deinen Namen? Lebewohl. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, warum er unter dem Namen Streicher hervorgetreten ist, weil er hat ja eigentlich, ja, wahrscheinlich wegen seinem Erbe, weil er damit nichts zu tun haben wollte. Mal schauen, ob er uns das hier auch so verrät. Warum verbirgst du deinen Namen? Das ist doch ein Name, auf den man stolz sein kann. Der dunkle Herrscher in Mordor wäre nicht erfreut zu erfahren, dass Isildurs Erbe noch am Leben ist. Die Zeit ist nicht gekommen, dass Aragorn, Sohn von Arathorn, sich der Welt offenbaren kann. Vorerst bin ich einfach nur Streicher. Ja, und Isildur spielt da eben auch mit eine Rolle in der Serie. Ja, Streicher. Aber was wirst du jetzt tun? Ich setze meine Suche nach dem Hobbit fort. Die Straße vom Auenland hierher habe ich schon abgesucht, aber keine Spur von ihm gefunden. Vielleicht hat er die Straße verlassen, um nicht verfolgt zu werden. Ich hoffe, er schafft es hierher nach Bree, dem einzigen sicheren Ort in dieser Gegend. Aber wenn er hier nicht bald auftaucht, werde ich mich wieder auf die Suche nach ihm machen. Sollte sich der Feind im Norden der Jagd anschließen... Nun, ich schätze, ihr wisst, wie schlecht es dann für uns aussieht. Ihr müsst das verhindern. Geht nach Fornost. Verlegt den Kampf dorthin. Dann machen wir das doch. Wir werden tun, was wir können. Leb wohl. So, wir haben da drei Personen die Kriegsfronten verschieben können. Ja, und so sicher war sie dann hier eigentlich auch nicht mehr. Bree. Gebt acht, was ihr sagt. Bree hat viele Ohren und nicht alle sind freundlich. Auch komisch, wenn man irgendwo zu einem Interaktionseck kommt, das dann bestätigt und erstmal hier die Kampfhaltung einnimmt, um jemanden zuzuhören. Ja, ich glaube, zu Pferde sind wir wahrscheinlich nicht unterwegs. Wir haben hier Tutorial-Nachrichten, obwohl das ist nur, also scheinbar gibt es hier auch das klassische Ausrüstungssystem. Wird uns aber wahrscheinlich auch noch mal näher gelegt. Genau, Skilltrees haben wir hier auch. Und eben Aufgaben, genau, reist zu der in Ruinen liegenden Stadt Fernost. Und unsere RPG-Rollenspieltypischen Stats, viele Statistik, da wir immer noch nicht viel vorweisen können. Aber war das dann die falsche Taste? Ist das die richtige Taste für... Ne. Ich bin mir nicht sicher dadurch, dass auf meinem Controller das Layout ein bisschen anders ist. Und das ist hier, glaube ich, noch an den ersten Xbox-Controller angelehnt. Ich spiele es mal mit einem Xbox-Controller. Aber mit einem neueren. Vielleicht können wir uns auch mal die Einstellung hier rüber anschauen. Die Tastaturkonfiguration wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen eigentlich die Controllerbelegung. Vielleicht kommen wir darüber auch dran. Ja. Würde uns das Spiel schon noch nahelegen. Wenn wir jetzt nicht mehr zu den alten Tipps hinkommen, solange wir sie nicht verpassen, ist es nicht schlimm. Stimmt, da war es dann zeitlich natürlich eher ungünstig, das Ganze zu schauen. Also ich würde eine Empfehlung aussprechen. So wie ich das jetzt bei Laruna und Warrior rausgehört habe, die wahrscheinlich ebenso. Eine Karte haben wir hier auch. Können wir mal schauen, was würdet ihr tippen, wo hier Hoppingen ist.
Unten sehen wir schon mit Rohan die Pferdelande zwischen den Inseln. Aber ich muss auch gestehen, ich war dann auch wieder ein bisschen auch mit eben den Südlanden, die sich ja dann irgendwann zu Mordor entwickeln, von der Karte her und den Gebirgspässen, dass ich da die Karte überhaupt nicht mehr auf den Schirm gehabt hatte. Hat sich irgendwie alles falsch angefühlt, war aber mit Sicherheit richtig. Normal bist du auch voll der Herr der Ringe-Fan. Ja, dann solltest du die Serie auf alle Fälle nachholen. Auch wenn es ein paar Streitigkeiten eben bezüglich der Lore gibt, finde ich, haben sie es auch im Gesamten sehr gut getroffen. Irgendwas mit Spiegeln in der Stadt hat man lesen können. Dennoch sehe ich kein Zeichen des Feindes. Da, Goblins, wir haben den Feind gefunden. Heimtückische Goblins. Habt ihr Ratten, Baruch Kasat? Ja, das stimmt. Es war aber, glaube ich, auch die... Ich weiß nicht, ob es die allerteuerste Serienstaffel war von den Produktionskosten her, aber es war sehr weit oben mit angesiedelt. Wäre dann auch recht enttäuschend gewesen, wenn es dann optisch nicht so opulent gewesen wäre. Wir haben hier einen Angriff und einen schweren Angriff. Macht euch bereit, die Orks greifen an. Da oben geht es auch schon los. Dann probieren wir hier gleich den schweren Angriff. Drauf, dass es ein Ausweichen auch gibt, aber das wird uns hier noch nicht nahegelegt. Dann locken wir einfach mal drauf. Das sah so ein bisschen nach Weichteilen aus. Das war jetzt auch eher ein unfairer Streich, aber was macht man nicht alles? Im Krieg ist alles erlaubt. Wenn das Symbol erscheint, drücke Y für einen kritischen Schlag. Den haben wir jetzt wahrscheinlich verpasst. Und moin, Chobby, wie geht's dir? Die anderen hatte ich schon ausgequetscht. Aber bei dir kann ich mir vorstellen, dass du mit Herr der Ringe auch was anfangen kannst. Daher die Frage, ob du eben die Serie Ringe der Macht gesehen hattest. Falls ja, was da so dein Fazit dazu war. Im Heldenmodus wird jedem Schlag extra Schaden hinzugefügt. Lernt ihr einen Duladan kennen? Und den erreichen wir wie? Der lebt noch. Also ganz bin ich vom Kampf noch nicht überzeugt, vom Kampffeeling, aber vielleicht ändert sich das ja noch, wenn wir da einen größeren Werkzeugkasten nahegelegt bekommen. Was war denn wieder der Unterschied zwischen Goblins und Orks? Ich muss gestehen, ich wusste gar nicht so genau, dass es in Herr der Ringe Goblins gibt, aber ich sage mir, allgemein Fantasy sind das immer die kleineren Orks. Also wenn man es so ein bisschen mit den Gnomen vergleicht, jetzt wieder so die Brücke zu WoW, was eigentlich gar nichts mit Herr der Ringe zu tun hat. Aber da gab es ja die Gnome. Und wenn jetzt die Orks so die verwandelten Elben oder Menschen sind, ich glaube, es ging ja ein bisschen die Theorien in beide Richtungen, was sie dann jetzt eigentlich mal ursprünglich das Vorbild gehabt hatten. Und so wären das dann bei den Goblins die Gnome, behaupte ich jetzt mal. Du kennst nur Gubbels Gubbels aus Asterix. Eigentlich das gleiche, nur eine sprachliche Sache. Zum allgemeinen Fantasy-Tenor oder eben in der Herr der Ringe-Lore, Tobi. Da gehen wir ins nächste Gebiet. Die Toten kommen näher. OB ist das klassische Ausweichen. Ist ja, glaube ich, noch nicht nahegelegt worden, aber ist ja meistens bei so Souls-like-Spielen, wenn es mal. Aber so ist Trefferfeedback, also während er sich hier so vor Kopfschmerzen hier rüberhält und wir da einen Hieb nach dem anderen platzieren, ist ein bisschen schade. Da hätten sie mehr machen können. Ja, ich spiele gerade alleine mit zwei KI-Kumpanen. Solltest du aber das Spiel noch besitzen und Lust haben, mit einzusteigen, seid ihr natürlich alle herzlich eingeladen. Ich habe nur keinen Bescheid gegeben. Ich glaube, Aya, was ich gesehen habe, der hätte das Spiel. Den hätte ich fragen können. Aber ansonsten gibt es ja leider nicht mehr zu kaufen. Lass mich dir helfen. Deswegen meinte ich auch allgemein diesen Vergleich, dass ich das eher dann mit den bösen Gnomen vergleichen würde, die Goblins. Weil die sind ja da dann auch eher so die Technologiebehafteten.
Und Goblins haben im Sonnenlicht kein Problem. Jetzt lernt ihr einen Dudalan kennen! Legendäres Abtrennen. Okay, das geht ja auch blutig zur Sache. Was haben wir denn abgetrennt? Mir ist das gar nicht so aufgefallen, aber wahrscheinlich da an. Unseren Lebensbalken muss man auch ein bisschen im Auge behalten. Da sind wir schon bei der Hälfte. Kommen wir hier unseren Kollegen zur Hilfe. Aber man kann, glaube ich, auch die anderen, also man stirbt, glaube ich, nicht so sofort. Aber wir werden es noch sehen. Passiert mir mit Sicherheit. Aber man geht dann erstmal zu Boden. Und die Teamkameraden können einen aufheben. Ich habe nichts mehr. Okay, das war ein legendäres Abtrennen. Finaler Schlag, Level wurde erhöht. Also spätestens jetzt sollten wir die Taste finden, sonst können wir hier unser Level nicht erhöhen. Dann scheint das schon die richtige gewesen zu sein. Dann gehen wir nochmal die Stats durch. Stärke erhöht den Schaden durch Nahkampfwaffen. Hohe Stärke wird benötigt, um einige mächtige Nahkampfwaffen aufzunehmen. Und als Waldläufer haben wir dann natürlich so ein bisschen die Entscheidung, ob wir so wie jetzt eher im Nahkampf kämpfen wollen oder dann dem Fernkampf gegenübergehen. Mit Aloy hast du Schlappmäuler gekillt. Geschicklichkeit erhöht den Schaden durch Distanzwaffen. Hohe Geschicklichkeit wird benötigt, um einige mächtige Distanzwaffen aufzunehmen. Also eigentlich wäre ich eher so, wenn wir schon der Waldläufer sind, der Distanzkämpfer. Ist nur immer die Frage, wie die das mit den Pfeilen handhaben. Ist es eine Ressource, die sich verbraucht? Wenn ja, wie viele findet man davon? Ausdauer erhöht deine maximale Gesundheit und die Geschwindigkeit, mit der du verbrauchte Gesundheit zurückgewinnst. Hohe Ausdauer wird benötigt, um bestimmte mächtige Rüstungsteile aufzunehmen. Also scheinbar regenerieren wir auch wieder die Gesundheit mit der Zeit. Wenn wir gerade nicht im Kampf stecken, können wir das wahrscheinlich dann uns wieder vollständig hochheilen. Wille erhöht deine Kraft und die Geschwindigkeit, mit der du verbrauchte Kraft zurückgewinnst. Hoher Wille wird benötigt, um bestimmte Ringe und Amulette aufzunehmen. Okay. Das hört sich jetzt nicht so ganz von der Beschreibung her nach dem Magiestin an, aber da würde ich ihn eher zuordnen. Ja, unser Traumtänzer hat auch mit Horizon Zero Dawn angefangen auf dem PC. Also das, was ich am Dienstags dann meistens spiele. Und hier unten haben wir auch nochmal die verschiedenen Wertungen. Ja, wenn wir schon Waldläufer sind, wir gehen jetzt mal auf Geschicklichkeit und schauen wir, dass wir uns den Fernkampf hier ansehen können. Da haben wir auch die Möglichkeit für einen schweren Schuss, okay. LT und RB halten und loslassen, um einen Pfeil mit größerer Kraft abzufeuern. Nehmen wir doch mal mit. Dann haben wir ohnehin keine Punkte mehr. Du bist schon ein Weilchen dabei, dann bist du wahrscheinlich von der Story her auch schon recht fortgeschritten. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, wenn man alles an Nebenquests links liegen lässt, dann kann man es, glaube ich, in 20 Stunden beenden. Aber das würde ich auch nicht empfehlen. Dazu sind einfach auch die Nebenquests zu gut geschrieben. So, wir wollten hier eigentlich in den Fernkampf übergehen. Das funktioniert natürlich nicht, wenn wir hier direkt einen vom Latz haben. Vielleicht sollte ich mich dann mehr hinter unseren Kameraden verstecken. Ja, da unten gibt es scheinbar schon mal eine Pfeilressource. Der hat zumindest schon mal einen im Kopf gehabt. Noch nicht bereit. Da müssen wir mal schauen, wie uns die Pfeile hier ausreichen. Zum Mitspielen einen Tag zu früh. Morgen kommt der neue Rechner wahrscheinlich. Ja, wir können uns auf alle Fälle auch dann, wenn der neue Rechner wieder nahe ist, wird ohnehin wieder Zeit, mal ein paar Multiplayer-Games rauszugraben. Und die dann gerne datteln. Ja, der liegt hier ein bisschen komisch. Ich glaube, wir können hier noch mehr aufwerten. Jetzt ist die Frage, noch habe ich so kein genaues Gefühl davon, wie viel wir mit dem Fernkampf hier arbeiten können. Und zum einen haben wir ja gerade gesehen, bringt es einem nicht viel, wenn die Gegner direkt vorm Latz stehen. Und zum anderen, wie das dann mit dem Pfeilen ist. Deswegen tendiere ich vielleicht auch ein bisschen eher zu einem ausgeglichenen Verteilen der Punkte. Ausdauer ist schon mal nie verkehrt, die nehmen wir schon mal mit.
Wille bin ich mir nicht sicher, ob uns das dann wirklich was bringt. Ob das jetzt hier für diesen aufgeladenen Schuss, ob da unser Fokus, nennen wir es jetzt mal, sich schneller auflädt. Oder ob das auch da eher sinnbefreit ist. Wie viele Schadenspunkte macht das denn aus? 59, da haben wir 3 beim Min-Schaden und 3 beim Max-Schaden. Ja, das ist nicht wenig. Ist das dann bei der Geschicklichkeit? Auch da sind es 3 Punkte. Ja, nehmen wir mal erst die Stärke. Da haben wir keinen neuen Punkt gekriegt. Dann sind wir wahrscheinlich da hoch. Das ist hier der wichtige Punkt. Wir dadurch die Bresche. Jetzt schauen wir aber noch mal kurz, ob wir hier eine Möglichkeit haben zu laufen. Also schneller zu laufen. Die üblichen verdächtigen Tasten scheinen schon mal nicht zu sein. Okay, blocken können wir auch. Ist schon mal gut zu wissen. Unser Fernkampf. Haben wir Pilze? Können wir die einsammeln? Nee. Schade. Oh, das habe ich nicht erwartet. Achtung da unten! Wir müssen einen Weg heraus aus diesem Loch finden. Zwerg hat natürlich hier keine Probleme und den porösen Stein sofort erkannt. Kommt den unterirdischen Tunneln. Bin hier also nicht allein. Leuchtet was, da gehen wir doch schon mal hin. Leuchtet der Hinterhalt. Im Kampf Gegenstände plündern. Bin ich voll dafür, aber... Nachdem wir jetzt hier nicht alleine unterwegs sind. Kamera. Wie viele Pfeile braucht ein Ork? Scheinbar sehr viele. Wir haben hier schon wieder angegriffen. Ja, dann wandern wir da eher vielleicht höher. Wenn sind wir ja Waldläufer, das heißt auch Laufen sollte uns im Blut liegen. Aber da kommen wir nicht hoch. Hält ja sogar Pfeile aus. Also so mächtige Magier neben den 5 gab es glaube ich nicht. Das wäre schon ein bisschen ein Lorebreaker. Ja, das hört sich doch fein an, Jobby. Da hast du ja was Tolles geholt. Ich dir dann auch viel Spaß damit. So Schlachtrufe ausführen können. Sollten wir hier erstmal aufpassen, dass wir überhaupt hier noch irgendwas ausführen können. Wenn wir aus der Blase rausschießen, können wir dann tatsächlich. Den Hammer. Den schießen wir in den Rücken. Den in die Weichteile, wenn auch unabsichtlich. Teile haben wir noch, bald ist vorbei. Doch können wir hier jemandem aufhelfen? Beziehungsweise wir sollten jetzt auf unsere eigene Haut achten.
Aber wir fallen aber auch gleich. Vielleicht ist nun mal doch zu schwer. Dem jetzt aufgeholfen worden. Ja. Den Nahkampf sollten wir auf alle Fälle auch als Waldläufer nicht vernachlässigen. Wird schon recht häufig gebraucht. Das war ein 1er Kopfschuss. Gibt's ja wieder Content? Ja, da freue ich mich drauf. Hast schon irgendwas ins Auge gefasst? In welchem Content? Was haben wir noch mehr Loot? Wie geht's unseren Kameraden? Seht ihr Entdeckung? Ich werde euch vor ihren Pfeilen schützen. Sehen zumindest noch welche. Diese Pilze. Dann so verlockend aus und dann kann man sie nicht einsammeln. Wir wollen hier wahrscheinlich hoch. Das ist der wichtige Punkt. Da haben wir noch so ein Strizi. Also diese Taumelanimation überzeugt mich noch nicht so ganz. Wie viele Pfeile haben wir jetzt überhaupt noch? 26 sind wieder in die Höhe gegangen. Holen sich die mit der Zeit? Haben wir die eingesammelt oder ist das immer Kontingent je Kampf? Bin noch nicht so ganz verstanden. Retro bestimmt. Da können wir uns dann doch auf was freuen. Das war der falsche Weg. Das zeigt schon in die Richtung, oder? Das ist das, wo wir abgestürzt sind. Da kommen wir eher her. Das hört sich so ein bisschen nach Kriegstrommeln an. Ich hoffe, wir müssen jetzt nicht auch noch uns mit einem Roll herumärgern. Also diese lichtempfindlichen Orks, das ist mir bei Herr der Ringe, hatte ich das auch nicht mehr so auf dem Schirm. Da dachte ich nur, dass die Trolle eben, die sind ja dann zu Stein geworden. Die haben definitiv keine Sonne verkraftet. Aber war das so, dass die späteren Orks im dritten Zeitalter, dass die auch alle so arg sonnenempfindlich waren? Oder haben die das vielleicht dann irgendwann durch Saurons Macht irgendwie ablegen können? Erneut gefunden. Sie kommen! Wollen wir erstmal den Loot. Ringhorn kann man immer brauchen. Kommen wir hier nicht mehr vorbei? Box ja, Uruks nicht mehr. Okay. Das ist dann die Gabe von der weißen Hand, also Saruman in seiner Uruk-Züchtung, oder gab es auch in Mordor Uruks? Unsere Gesundheit sieht gerade gar nicht gut aus. Nicht genug Kraft. Sollen wir auch mal ein bisschen mit dem Blocken arbeiten. Wenn man schon rumtaumelt, kann man aufs Schwert zücken. Deswegen hat mich das da ein bisschen
so verwundert, dass sie da, also zumindest von ihrem Vater oder Meister, dass der so darauf bestanden hat, dass sie sich Uruks nennen wollen. Ja, ab mit dem Kopf. Da scheint sie Level abgegeben zu haben. Eigentlich sollten wir nicht zu weit von der Gruppe weg, aber hier der Bogenschütze verärgert uns ein bisschen. Hier, Freunde, sammelt euch bei diesem heilsamen Licht! Ihr könnt nicht mehr viel einstecken! War nicht. Der Lebensbalken ist sehr, sehr klein. Schon wieder Besuch. Können wir den Vogel hier nicht irgendwie befreien? Der hilft uns mit Sicherheit. Ich bin auch nur gespannt, wie die dann die Staffeln bei Ringe der Macht aufteilen. Das quasi so ein bisschen eine Zeile Ringgedicht eine Folge ist. Eine Staffel. Alles klar, Traumtänzer. Dann dir noch einen schönen Sonntag. Viel Spaß. Genau, danke für deine Wertung. Auch an euch alle. Wenn ihr denn dann schon weiterziehen wollt, was ihr natürlich gerne dürft, gerne eine Wertung von 1 bis 5 dagelassen. Soll einfach nur so ein Ersteindruck sein. Soll natürlich kein Fazit sein, kein Review. Können wir dich jetzt hier irgendwie befreien? Ah, das hätten wir viel, viel eher machen sollen. Und da ist er frei. Wie viele Pfeile haben wir denn noch? Natürlich kommen noch mehr. Also bedankt sich unser Adler. Ich danke euch, Freunde. Ohne euer zeitiges Erscheinen wäre mein Tod langsam gewesen. Aber unvermeidlich. Und auch das bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das so loregerecht ist, wenn die da sprechen. Nichts zu danken. Wir spucken den Goblins gern in die Suppe. Aber wer bist du? Ich heiße Belaram. Meine Heimat liegt im Nebelgebirge. Und ich diene Gwaii hier, dem Herrn der Adler. Wem verdanke ich meine Rettung? Ich bin Eradan, ein Dunedain aus dem Norden. Und meine Begleiter sind Andriel und Farin. Dann stehe ich in deiner Schuld, Eradan von den Dunedain. Und in der deiner Freunde. Das ist doch hier der Sprecher von Leslie Nielsen. Hört sich zumindest dann noch an. Also der deutsche Synchronsprecher von ihm. Uns wurde gesagt, wir können hier Verbündete finden. Hast du irgendwelche Elben in der Stadt gesehen? Vor nicht allzu langer Zeit hörte ich Waffengeklirre und Geschrei von Goblins in der Nähe. Ich nahm an, ihr wart die Ursache, aber vielleicht gibt es noch andere Verbündete in der Stadt. Ich kann nicht sagen, wo sie sich jetzt befinden. Wie haben es die Goblins geschafft, dich gefangen zu nehmen? Ich war unvorsichtig und die Goblins waren gut vorbereitet. Sie haben Kriegsmaschinen benutzt, um Bolzen abzufeuern, die um mich herum explodierten. Ich war betäubt und fiel vom Himmel. Als ich zu mir kam, war ich gefesselt und hilflos, so wie ihr mich gefunden habt.
Hast du irgendeinen Hinweis entdeckt, wer dieses Gesindel anführt? Ich habe einen großen Mann gesehen, in schwerer Rüstung. Die Goblins gehorchten seinen Befehlen. Wer er ist, kann ich nicht sagen, aber er verbreitete eine Aura der Furcht, wie einer, der vom Schatten verdorben ist. Das kann sich nur um Agatha handeln. Kennst du diesen Mann? Er dient dem dunklen Herrscher. Wir müssen ihn finden und ihn vernichten, wenn wir können. Ich werde dir helfen, aber es ist gefährlich. Der Feind hat Kriegsmaschinerie auf der inneren Mauer aufgestellt. Sie hindert mich, frei fliegen zu können. Wenn wir es auf die Mauerkuppe schaffen, können wir vielleicht die Maschinen zerstören. Hinter diesen Türen findest du einen Gang und eine Treppe, die zur Mauer führt. Die Maschinen sind sicher gut bewacht. Vielleicht tappen wir in eine Falle. Ich schwinge mich in die Lüfte und lenke das Feuer auf mich. Wenn wir Glück haben, kommst du unbeobachtet oben auf die Mauer. Ja, das dachte mir schon fast, aber danke nochmal für die Aufklärung, Warrior. War auch schon mit unserer magischen Begleitung. Konnte ich mir das schon vorstellen, dass das sich da weit vom Kanon entfernt. Ich meine, das war ja auch bei Shadow of Mordor. Ist ja auch schon, sagen wir, ein bisschen freizügiger mit der Auslegung, aber da gibt es zumindest keine großen Schnitzer. Also finde ich jetzt hier die Lorebreaker ein bisschen eindeutiger. Aber finde ich jetzt nicht so schlimm. Klar, wer jetzt wirklich viel Wert auf Lore gibt, dem würde ich das Spiel dann auch nicht empfehlen. Aber ich sag mal, im Rahmen der Action sei das dann schon legitim, das ein bisschen freier auszulegen. Aber ich bin noch nicht so sehr überzeugt eben vom ganzen Kampfverhalten, weil einfach das Trefferfeedback, das finde ich ein bisschen lahm. Also gut, gehen wir. Genau, du sagst es. Hauptsache, es macht Laune. Wo wollen wir denn hin? Da wollen wir durch. Ich hoffe auch, dass wir mal bald zum nächsten Level kommen. Damit wir uns dann nochmal eine andere Klasse ansehen. Und da könnt ihr euch ja schon mal überlegen, ob wir den Zwerg spielen wollen. Oder eben unsere Elbin. Ach, wir können hier kaufen, verkaufen, nach B zurückkehren. Vielleicht verkaufen wir jetzt erst einmal hier Dinge. Wenn wir unser Trinkhorn. Nicht essentielle Gegenstände verkaufen. Aber finde ich jetzt ein bisschen gemein. Also wenn jetzt unter nicht essentielle Gegenstände verkaufen unser Trinkhorn weg ist, dann möchte ich das gerne anfechten. Ja, weil das ist definitiv ein essentieller Gegenstand. Tolkien hat letztendlich ja auch eine Menge aus der nordischen Mythologie übernommen und ist somit eigentlich selber nicht Kanon. Ja, ich finde auch, also vor allem das, was so die letzten 10 bis 20 Jahre, egal, sei es im filmischen Bereich, sei es im spielischen Bereich, also das, was am meisten Bock gemacht hat, muss man eigentlich so ehrlich sein, also das, was mir zumindest am meisten Bock gemacht hat, waren eigentlich alles nur Sachen, die sehr, sehr gut geklaut haben. Und da war einfach dann die Gesamtkomposition, nenne ich es ja jetzt mal, die war halt dann recht stimmig. Aber neue Ideen waren da nicht so wirklich dann drin. Lieber gut geklaut als schlecht ausgedacht, behaupte ich mal. Was können wir uns denn hier kaufen? Velvet Helm aus dem alten Wald. Aber wir schauen mal, ob wir nach Bree zurückkehren können und dann vielleicht schon mal wechseln. Die Namen der Zwerge hätten 1:1 übernommen. Also die gab es dann auch vorher alle so die Namen in der nordischen Mythologie, die Tolkien so verwendet hat. Wir können jetzt hier wahrscheinlich shoppen, aber ich will eher den Spielcharakter wechseln. Haben wir da irgendwo eine Chance? Gehen wir erstmal hier für die Levelerhöhung Punkte aus. Dann machen wir das mal recht gleichwertig. Es gibt hier sogar eine Autoverteilung. Jetzt haben wir uns schon anders entschieden. Erhöht die Höchstzahl an Pfeilen in deinem Köcher. Erhöht den Schaden durch deine Bogenangriffe und erhöht die Geschwindigkeit, mit der du Pfeile nachlädst. Hätte ich das fast für sinniger. Sind in der Inner aufgelistet, ja cool. Da geht's wahrscheinlich wieder zurück in die Schlacht. Das dürfte das Stadttor sein. Kann ich jetzt hier wechseln oder muss ich da wieder zur Karte?
Wahrscheinlich müssen wir hier sogar einmal kurz raus. Du wirst den gesamten nicht gespeicherten Fortschritt verlieren. Bist du sicher, dass du beenden willst? Das hört sich so endgültig an. Wann haben wir gespeichert? Können wir hier irgendwie speichern? Einstellung? Nein. Da wollen wir nicht hin. Dann, ob es hier noch andere Interaktionsmöglichkeiten gibt. Irgendwas sagt mir, dass du nicht auf der Suche nach einer Harke oder Schaufel bist. Ja, das ist richtig. Suchen wir eher so Schneidewerk. Miet. Hallo, oh. Ein Waldläufer, was? Lass mich raten, bei deinen Streifzügen durch die Wildnis ist dir eine Niete abgesprungen oder eine Klinge zerbrochen und du willst, dass es der alte Elmund wieder repariert. Böse, böse Haltbarkeit. Bin ich eigentlich immer so weniger der Fan von dem Mechanismus. Klar ist es realistisch, aber das hat mich zum Beispiel bei Zelda Breath of the Wild in den Wahnsinn getrieben. Können wir denn reparieren? Es ist sogar unsere Langklinge schon zur Hälfte kaputt. Der Bogen in Mitleidenschaft gezogen. Ja, genau, ist einfach nur nervig. Ich verstehe den Gedanken dahinter. Also gerade bei Zelda war eher so der Gedanke, dass du dich nicht an der Waffe gewöhnen sollst und eben bewusst auch öfters Waffen wechseln sollst, ohne dass du es wirklich willst. Gedankengang verstehe ich zwar noch, aber auch bei Zelda war im Endeffekt, ist man dann immer nach seiner Lieblingswaffe, hat die dann irgendwo gegrindet, um die dann einfach mehrfach im Rucksack zu haben und da dann zu wandern. Bree hat viele Ohren und nicht alle sind freundlich. Schauen wir, ob wir jetzt hier trotzdem beenden können und das Ding dann fortführen können mit der anderen Klasse. Mich das schon interessieren würde, wenn es dann schon hier drei Klassen gibt, wie sich denn die anderen spielen. Wer wäre jetzt da Level 3? Was meint ihr? Zwerg oder Elb? Entscheidet euch. Was wollt ihr lieber als nächstes sehen? Also ich denke, wir haben die Zeit, uns auch alle anzusehen. Also wir werden die dritte Klasse dann auch noch sehen. In der Zwischenzeit kurz nach. Da haben wir schon mal eine Stimme für den Zwerg. Da wissen wir zumindest, dass wir im Nahkampf richtig aufgehoben sind. Wir müssen nicht abwägen, ob Fernkampf oder Nahkampf gerade das Bessere wäre. Dann nehmen wir doch den Zwerg. Schaut es jetzt hier mit den Stats aus? Genau, wir haben verbleibende Punkte, also gehe ich mir davon aus, dass wir hier auch mit hochgelevelt haben. Und da schauen wir, was die Autoverteilung denn einem so vorschlägt. Mit der Autoverteilung will ich schon mal gar nicht starten. Der schaut einfach nur, dass alles auf 12 geht. Der Wille, Kraft, bin ich mir noch nicht so sicher über die Auswirkungen. Da müssen wir noch mehr ein Gefühl dafür bekommen. Aber wir gehen jetzt mal hier sehr, sehr viel auf Stärke. Und zwei Punkte auf Ausdauer. Ich glaube, Tank ist auch so eher die Rolle, die wir einnehmen sollen. Dann haben wir hier zwei Punkte. Hier irgendwo die Namen von den Kategorien an sich, von den drei. Nicht so wirklich. Ein Schlachtruf, das haben wir schon ein paar Mal mitbekommen, dass wir da wohl die Buffs gekriegt haben. Jetzt können wir auch mal schauen, was denn das hier genau bufft. Man drücke den rechten Trigger und B, um vorübergehend deine Rüstung, Gesundheit und Nahkampfschaden zu erhöhen. Hört sich doch schon mal nicht schlecht an. Haben wir hier den Rundschlag. Drücke RT und X, um nach mehreren Feinden in einem weiten Bereich zu schlagen. Fällt mir fast noch mehr. Das haben wir für die Gruppe, ist mit Sicherheit der Schlachtruf dienlicher. Und was haben wir da noch? Den vernichtenden Schlag. Drücke den rechten Trigger und Y, um ein einziges Nahkampfziel mit hohem Schaden zu schlagen. Das ist so die Qual der Wahl zwischen AOE und Single-Target-Damage.
Nehmen wir mal den Schlachtruf und den AOE-Spell. Da immer die Frage, das haben wir die Rollenspiele immer so ein bisschen unterschiedlich gehandhabt. Andere belohnen Spezialisierung, andere belohnen halt eher wirklich so die ausgewogene Verteilung. Bin mir nicht sicher, in welche Richtung das Spiel hier geht. Über die Karte können wir, glaube ich, nicht gleich losstarten, oder? Ist das eine Haarsträhne oder eine Narbe? Haarsträhne. Das müsste auch so ziemlich die Stelle sein, wo wir aufgehört haben. Sehr gut. Zusammenfassung, also wir haben kurz vorm Ende der Karte sind wir in die Stadt abgebogen. Und jetzt können wir die Charaktere tauschen. Aber wir wollen jetzt erstmal den Zwerg sehen. Das heißt, wir warten jetzt einmal ab, wenn wir das nächste Level durch haben, dann können wir wahrscheinlich, ohne das Spiel zu verlassen, zur Elbin wechseln. Bogenschützen! Und zwar schnell. Belaram ist in Gefahr. Ja, wir können die Maschinen einfach von der Mauer stürzen. Das scheint sich recht ähnlich zu spielen mit der Armbrust. Was ist das für eine Teufelei? Ein zaubernder Goblin! Kriegsmaschine stoßen. Was stoßen wir da? Okay. Ihr habt jetzt uns unterbrochen oder es wird nicht mehr gestoßen? Stoßen wir hier doch nochmal nach. Nur der Blickwinkel ist weiter unten. So ist das mit den Zwergen. Ich hoffe, sie spielt sich nicht dann auch noch genauso. Nahkampfstab und Energieball. Der Feuerball war es ja, glaube ich, nicht mit, was er um sich wirft. Wollen wir überhaupt dahin? Hier werden wir angegriffen. Lasst uns diese Kriegsmaschinen von der Mauer stürzen. Danke, ja, vielleicht sehen wir jetzt doch eine, wenn wir zu Boden gehen. Das wird sich niederstrecken. Das ist natürlich auch nur eine Sache der niedrigeren Perspektive. Gibt's Loot? Den nehmen wir auch noch mit. Unser Weg ist jetzt frei. Da ist die Frage, ob das Spiel einem das Leben dann gleich auffüllt, wenn wir einfach weitergehen, oder ob man da nur warten musste. Das hat mich so an den alten Rollenspielen dann auch immer geärgert. Wenn man einfach nur stehen geblieben ist, sich kurz Kaffee geholt hat und dann erst weitergespielt hat, einfach nur damit sich das Leben wieder auffüllt. Ja, da sind wir auch schon zu Boden gegangen. Kreatur bringt Feuer.
nicht, dass da jetzt irgendwie so ein Suizidbomber angerannt kommt. Könnte wehgetan haben. Nur nicht tief gefallen, ne? Wir die Kisten kaputt machen. Hab nicht nachgesehen. Tatsächlich. Was wir jetzt schon alles an Loot verpasst haben. Und das ist auch so eine Spielmechanik. Ja, ich bin's gewohnt und ich verfluche sie jetzt auch nicht. Aber ich finde es dann immer ein bisschen seltsam, weil man einfach aus dem Spielfluss so rausgerissen wird, weil man einfach sämtliche Tonkrüge gegen Hühner schmeißen möchte. Wollen wir jetzt schon tauschen? Ja, wir haben den Zwerg schon gesehen. Ja, wir tauschen mal und danach können wir uns dann gemeinsam entscheiden, mit wem wir dann ab dem vierten Level weiter voranschreiten. Nehmen doch hier mal unsere Elbe. Mal mit dem Adler reden. Sollten wir hier nochmal unsere Punkte verteilen. Da könnte ich mir jetzt eben vorstellen, dass der Wille mehr Macht ist. Ja, da reden sie auch nur von Distanzwaffen. So ein Zauberstab, eine Distanzwaffe. Können wir vielleicht noch ein bisschen mehr Richtung Ausdauer, nachdem wir hier die Heilerin sind. Wohl konnten wir heilen oder konnten wir nur Heile blockieren? Gehen wir dann gleich im Skilltree. Nehmen wir dann noch einen Punkt mehr. So, was haben wir jetzt hier? Die Zuflucht. Genau das ist das, was wir da gesehen haben mit diesem der weißen Kugel, dem Schutzschirm. Drücke den rechten Trigger und B, um eine schützende Kugel zu zaubern, die dich vor Distanzangriffen schützt. Drücke den rechten Trigger und X, um eine magische Schockwelle in alle Richtungen auszulösen. Also das geht ähnlich Richtung Zwerg. Jetzt haben wir natürlich beim Waldläufer nicht nachgesehen, was da beim Nahkampf wäre. Wenn der jetzt da auch nur den Rundumschlag gehabt hätte, dass eigentlich drei gleiche Klassen sind, dann würde das bei mir schon mal bei der Benotung noch mal einen Punktabzug geben, definitiv. Halte den linken Trigger und den rechten Schulterbutton, um deine Distanzangriffe mehr Kraft zu geben, indem du mehrere Ladungen auf einmal abfeuerst. Wir nehmen das mal mit, dann dass wir uns eher dann hinten halten. Erhöht den Schaden durch Knüppel. Ist das so eine Fernkampffähigkeit? Erhöht die Rate, mit der die Distanzangriffe des Stabes geladen werden und erhöht den Schadensbonus von geladenen Schüssen. Ich bin auch mal gespannt, ob wir da jetzt auch eine Ressource haben, die sich stur verbraucht. Oder ob das irgendwas ist, was sich dann automatisch regeneriert. Die schützende Kugel sollten wir definitiv auch mitnehmen. Merken wir uns, das ist B, so ähnlich wie der Schlachtruf. Da ist dieser aufgeladene Schuss. Das ist genauso wie beim Waldläufer von den Kombis her. Und das ist auch die gleiche Tastenkombination. Also ich ahne Böses, dass sich die alle recht gleich spielen. Haben wir da unten eine Ressource? Ja. Wir verbrauchen Sterne. Sterne lernen sich wieder auf. Also das ist ein bisschen anders von der Ressource her. Die Mauer ist frei. Gut gemacht. Ich kann ungehindert fliegen. Aber andere kämpfen noch in der Stadt. Womöglich brauchen sie unsere Hilfe. Könnten es Elronds Söhne sein? Ich weiß es nicht. Doch sie ziehen mit List voran und hinterlassen eine lange Spur von getöteten Feinden. Das klingt in beiden Fällen nach Eladan und Elro hier. Wahrscheinlich ziehen sie in Richtung der Zitadelle, genau wie wir. Lasst uns weiterziehen. Vielleicht treffen wir mit ihnen zusammen. Ich werde euch von oben Deckung geben. Auf offenem Feld kann ich gegen unsere Feinde zuschlagen. Ruft nach mir, wenn eure Not groß ist. So machen wir das. Da können wir wieder verkaufen. Was haben wir denn an nutzlosen Tand? Silberner Teller, juwelenbesetzte Brosche. Also da haben nicht mal mehr die Bilder dafür ausgereicht. Uiuiuiui. Und das Gute ist, ich muss nicht damit mit mir ringen,
euch das Spiel zum Kauf zu empfehlen oder nicht, dadurch, dass man es nicht mehr kaufen kann. Seht, da sind Eladan und Elro hier. Beschützt die Elben! Drängt den Abschaum zurück! Schnell, wir müssen Eladan und Elro hier folgen. Vielleicht brauchen sie Hilfe. Dann folgen wir doch mal hier, unauffällig. Die Tür ist jetzt offen. Wir können immer noch unseren Adler rufen. Oh, wir können das sogar in Richtung MG-Autofeuer. Spüre den Zorn der Eldar! Falsche Fenster. Dies wäre ein guter Augenblick, um ein bisschen Hilfe von den Adlern zu bekommen. Wie hat er das gemacht? Richtiger Adler. Sicher. Also spielt sich dadurch ein bisschen anders. Das schnelle Auflädt und dazu halt so dieses schnelle Feuer ist, aber. Das fühlt sich falsch an, so als Magier so auf die Orks einzudreschen. Was sind dann, wenn wirklich nur Nuancen, wo sich die Charakterklassen hier unterscheiden? Dies wird sich als nützlich erweisen. Hitlers? Ist Hitlers das Königskraut? Nee, hat glaube ich einen anderen Namen gehabt, oder? Es war eher Atlas oder so. Atlaskraut war glaube ich das Königskraut. Könnte es auch noch Loot geben? Und die Zelte auch kaputt haben? Nee. Das kann ich gut gebrauchen. Die Pilze haben wir jetzt doch einsammeln können. Verrückt. Wird aber hier arg bedrohlich. Oh, böse Balliste. Gebt acht, sie haben eine schlagkräftige Kriegsmaschine. Wir hatten eine, obwohl sie ist immer noch besetzt. Du hast keine großen Federn. Wir brauchen große Federn, um unseren Adler zu rufen. Nicht genug Kraft. Dafür brauchen wir also unseren Willen. Ja, dann macht von Grayskull. So ein anderes Franchise. Ich habe keine Kraft mehr. Wir haben, ach, das ist unten die blaue Ressource. Und er gibt das langsam auch ein neues Bild. Und auch wenn wir keine Pfeile verbrauchen, ich glaube, diese Machtressource, die die anderen auch haben, die wird da dann beim Fernkampf nicht verbraucht. Hier ist er langsam, lädt sich die auf. Haben wir jetzt wieder hier eine große Feder? Können wir da was machen? Ja, sehr schön. Ich bin schwer verletzt.
Wir liegen gleich. Ich brauche Heilung. Bin mir nicht sicher, ob da die Ausweichrolle oder das Blocken das effektivere ist. Denn bisher habe ich noch nicht großartig geblockt. Sollten wir damit mal anfangen. Okay. Sah zumindest stylischer aus, auch vom Trefferfeedback her, als die normalen Angriffe. Oh, da krieg ich mir auch schon im Staub. Das war eine knappe Angelegenheit. Du hast meinen Dank. Der Zwerg ist gestürzt. Unterstütze ihn. Ja, gleich tippst du den Zwerg auf. Ich dachte, Elben wären dazu bestimmt lange zu leben. Komm schon, Zwerg, wir haben noch Feinde zu besiegen. Wir halten uns hier einfach nur unbeeindruckt von all den Pfeilen und Schwertern, die wir da mit unserem Rücken ebenhaft abfedern. Jetzt weg, weil wir da rausgegangen sind. Ne, ist noch da. Ihr sterbt vor mir, Dämonen! Ja, dass der noch einen Kopf hat. Ziehen wir wieder die Nachteile vom Zauberstab. Haben wir denn hier noch welche? Da oben. Keine großen Federn. Volltreffer. Keine Kraft. Da geht's dann eher wieder zum nächsten Kampf, würde ich vermuten. Nicht mehr ursprünglich zu dritt. Ach, da ist unser Waldläufer. Ich habe keine Kraft mehr. So ein schwacher Elb. Meine Kraft ist zu gering. Ich habe keine Kraft mehr. Da können wir wirklich nicht viel ausrichten. Außer, dass wir hier gleich wahrscheinlich wieder uns im Boden wälzen. Können wir hier vielleicht Sachen ausrüsten? Punkte haben wir auch schon wieder. Nachdem wir wissen, für was der Wille gut ist, steigern wir den noch ein bisschen. Da haben wir auch einen Punkt, okay. Tätigkeiten, die von einem Mitglied der Gefährten eingesetzt werden, kosten weniger Kraft. Ist es dann nur in der Zuflucht, also aus der Zuflucht heraus, oder setzt durch Zuflucht entstandene Heilung frei und erhöht diese? Wenn die dann auch noch heilen kann, nehmen wir das doch mit. Warum haben wir da jetzt immer noch einen Punkt, der nicht ausgegeben ist? Ich würde ja eigentlich ins Inventar schauen. Echte Schulterklappen des Prospekts. Plus 1 Geschicklichkeit. Bin mir nicht sicher, ob wir da geeignetste in der Party sind. Und hier haben wir auch neue. Grün, aber scheinbar schlechter von den Stats her. So. Mehr als doppelt so viel Schaden. Okay, bin gespannt. Champion nur. Ja,
Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt doppelte Schaden war, aber so gefühlt 50% mehr waren da jetzt schon drin. Das ist genau, was ich brauche. Dann ist es aber wahrscheinlich Aufstieg, den wir da schon mal ansatzweise gewagt haben. Hier ist etwas, das ich gebrauchen kann. Und bringt uns noch was entgegen oder können wir da gefahrlos eintreten? Wir müssen einen Weg durch diese Oh, da haben wir unseren Troll. Keine Kraft. Meine Kraft ist zu gering. Keine Kraft. Ja, ja, haben's verstanden. Keine Kraft. Oh ja, der hat gut drin. Verlass uns jetzt nicht, Lehrmeisterin. Wir brauchen dich. Und wie geht's unserem Zwerg? Er hält das aus. Hinstürzen wird die ganze Geschichte auch noch. Also wenn es jetzt hier noch zerstörbares Environment gibt, das hätte ich jetzt im Spiel nicht zugetraut. Das wäre dann auch noch so ein kleiner Pluspunkt. Steh du auf! das war's wahrscheinlich dann. Hoch mit dir! Wir brauchen deine Hilfe! Ich war mir sicher, mein Ende erreicht zu haben. Ja, schön, und jetzt liegen wir wahrscheinlich wieder, oder? Eingekesselt irgendwo. Nee. Tatsächlich stehen wir noch. Ich habe keine Kraft mehr! Aber. Können wir uns jetzt da drin heilen? Au! Ja, zumindest halt die Zuflucht jetzt definitiv. Oh, jetzt hat er sich aber schnell umgedreht. Stehen noch. Berg steht auch noch. Ich habe nicht die Kraft. Der war in die Weichteile. Das verkraftet dann auch ein Troll nicht. Jetzt hier eine neue Hose gefunden. Nicht für uns. Nicht für uns. Ach du dicker Hammer. Da kommt jemand. Die Elbenzwillinge. Einen Troll im Kampf zu besiegen, das ist eine beachtliche Leistung, Freunde. Es scheint, wir stehen auf der gleichen Seite. Vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Erlaubt uns, euch zu helfen. Irgendwie der Charakter tauschen. Ich muss gestehen, die Elbe hat mir nicht ganz so sehr gefallen. Ihren Favoriten zwischen Zwerg und Waldläufer? Also ich tendiere so ganz leicht zum Zwerg, falls ihr auch unentschlossen seid. Mittlerweile schon Level 4.
weiß nicht, wie hoch das dann hinausgeht und wie viel wir von der Story schon gesehen haben. Und dann schwimmen wir erstmal mit dem Zwerg weiter. Ich würde doch lieber auf Waldläufer und eine bessere Aussicht stehen. Einfach Bescheid geben, dann wechseln wir dann nochmal. Zwerg ist fein. Andriel, bist du das? Hallo, meine Freunde. Mir wurde gesagt, dass ihr vielleicht hier seid. Ich freue mich, euch zu sehen. Erlaubt mir, euch meine Gefährten vorzustellen. Eradan von den Dúnedain und Farin vom Erebor. Dies sind Eladan und Elrohir, die Söhne von Elrond Halbelb. Es ist eine Freude, die Bekanntschaft solch geschickter und mutiger Krieger zu machen. Habt ihr drei den großen Adler befreit? Jawohl, Beleram ist sein Name. Das hast du gut gemacht. Aber was führt dich nach Fornost? Ja, sollen wir da Aragorn erwähnen? Ich wusste gar nicht, dass Elrond auch Zwillinge dann als Söhne hatte. Ist das im Film irgendwo ein bisschen auch mit rausgekommen oder in den Büchern? Ich bin Farin vom Erebor und Aragorn hat mich hergeschickt. Doch warum sandte Aragorn euch nach Fornost? Hat er von der Goblin-Streitmacht hier erfahren? Dies ist weit mehr als nur eine einfache Ansammlung von Goblins. Wir waren bei den Wachen an der Sarnfurt, als wir von schwarzen Reitern aus Mordor angegriffen wurden. Das sind grausige Nachrichten. Aber das erklärt noch nicht, warum Aragorn euch hierher gesandt hat. Er will die Kräfte hier beschäftigen, weiß nicht. An sich sind das ja auch die Guten, könnte mir den Plan schon so offenbaren, aber... immer ein bisschen graziler. Die schwarzen Reiter stecken mit einem Mann namens Agatha unter einer Decke. Er ist der Anführer dieser Streitmacht. Ich fange an zu verstehen. Aragorn will, dass du Agatha ablenkst. Ja, das ist unser Auftrag. Aber nachdem wir uns zusammengeschlossen haben, können wir mehr tun, als sie nur abzulenken. Lasst uns den Kopf von dieser Schlange von Sauron abhacken. Ja, wahrscheinlich sind das dann drei Viertel eben. Zumindest nach Adam Riese. Eine gute Idee, aber wie wollen wir ihn finden? Er ist sicher in der Zitadelle im Herzen der Stadt. Wir müssen versuchen, dorthin zu gelangen. Keine einfache Aufgabe inmitten dieser Ruinen. Und eine Menge Orks und Goblins werden versuchen, uns aufzuhalten. Sollten wir getrennt werden, kämpft euch zur Zitadelle durch. Dort sammeln wir uns für unseren letzten Angriff. In Ordnung, lasst uns aufbrechen. Folgt uns! Na dann... in zwei, drei Viertel eben nach. Bleibt nah bei uns! Sie haben eine befestigte Armbrust! In Deckung! Okay. Und wo kamen die? Kümmern uns um diese Maschine! Kopfkürze. Kein feindliches Geschoss kann diesen Schild durchbrechen. Also dieses Nachschlagen, wenn die schon am Boden liegen, das fühlt sich in vielen Sinne falsch an. Moralisch, animationstechnisch keine gute Sache. Unsere Elben können Hilfe gebrauchen. Ich werde euch vor ihren Pfeilen schützen. Vielleicht die Kamera ein bisschen hier zu unserem Ziel drehen. Ich brauche Heilung. Braucht die Heilerin. Dieser
Fluchtrichtung suchen. Ihr drei probiert einen anderen Weg. Wir treffen uns bei der Zitadelle, wenn nicht schon vorher. Okay. Ist das wohl unser Weg? Ne, das ist nicht unser Weg. Das ist unser Weg. Das ist unser Weg hier erstmal die Verteidigung. Geschütz besetzen. Tretet in den Schein dieses Lichts und ihr werdet geheilt sein. Da. Du wirst das natürlich bei einem Action-Spiel à la Call of Duty nicht fehlen. Kommst du da wieder hoch? Der kommt da von irgendwo hergekrochen. Jetzt habe ich mich da unten zu lange ablenken lassen. Das Ding vielleicht auch komplett in die Luft jagen. Dieses Geschütz verlassen klingt zu verdächtig, sollten wir das tun? Kritisches Abbrennen. Vielleicht hätten wir das Geschütz doch noch nicht verlassen sollen. Wieder Kopfschmerzen. Ja, zwei, drei, viele. Wollen nicht aufhören. Gegen dieses Licht kannst du nicht bestehen. Lassen wir hier noch mal unsere Kameraden. Ja, ich wollte mir das aufheben, oben links das Explosionsding, falls da noch mehrere oben stehen. Aber wenn das natürlich den ganzen Balkon, wenn ich es jetzt mal abgerissen hätte, dann wäre es natürlich sinnlich gewesen, das Ding gleich zu benutzen. Jetzt kommt aber eben gar keiner mehr. Ob das hier überhaupt so richtig ist, müssen wir vielleicht hier irgendeinen Punkt erreichen, weil das hört ja irgendwie gar nicht mehr auf. Ja, scheinbar war es doch richtig. Wir müssen durch dieses Tor. Eier Ehren, Deal! Du, das ist noch mal. Kommen wir jetzt zu dem Großen. Fuß ab! Wir sind genau richtig gekommen zum finalen Schlag. Dieses Tor ist blockiert. Es wird eine Weile dauern, es zu öffnen. Wieder ein paar Punkte.
Nicht mehr so wenig. Ja, Wille hat mir jetzt mit der Klasse noch nicht so Probleme. Wenn wir hier viel im Nahkampf unterwegs sind, decken unsere Punkte mir eher da ein. Was wir hier verbessern können. Drücke das während dem Blocken, um deine Ziele zu betäuben. Erhöht auch die Rüstung von Schilden. Erfordert ein Schild. Ja, wir haben irgendwie, stimmt, wir haben kein Schild. Schlachtruf erlaubt es dem Zwerg, schwere Gegenschläge zu ignorieren und verstärkt zusätzlich die Rüstung von Gefährten in der Nähe. Hm. Erhöht die Reichweite deiner Rundschlag-, Bodenschlag- und Wirbelwindfähigkeiten. Aktivierung gewährt Schlachtruf dem Zwerg und allen Gefährten vorübergehende Gesundheitsregeneration im Kampf. Auch sehr mächtig. Erhöht den Schaden, den du mit Zweihand-Nahkampfwaffen verursachst. Schauen wir doch erstmal hier in unser Inventar. Und dann sind wir hier auch mit Zweihand-Nahkampfwaffen unterwegs. Aber haben wir hier die Möglichkeit, auf ein Schild zu wechseln? Wir haben kein Schild. Kannst du den Gegenstand nicht ablegen, wenn du die falsch. Trotzdem scheint das Ding schon wohl einhändig mehr Schaden zu machen. Vielleicht können wir uns irgendwo dann mein Schild kaufen. Da scheint mal ein bisschen besser dazustehen. Viel besser dazustehen. Haben wir noch gar nichts. Da hat man auch noch nichts. Jetzt sehen wir doch schon mehr nach Zwerg aus. Aber wenn man einhändig schneller angreift. Da ist schon auch was dran, das stimmt. Was sind das hier alles für kaputte Sachen? Rücken zum Verarbeiten. Was passiert, wenn ich das jetzt verarbeite? Er gibt heilender Kuchen. Heilender Kuchen ist sowas Feines. Und einen heilenden Kuchen mit Garandol oder mit Quinoyal. Ja, das eine hört sich so mehr nach Zahnpasta an. Du hast heilender Kuchen. Und wir haben ja auch noch ein Heilmittel und kraftspendendes Mittel. Jetzt haben wir Informationen zum Kuchen. Keramikwasserkrug. Ich bin mir hier für die Gesundheitsregeneration und die Rüstung, also verbessern hier unseren Schlachtruf. Da explodieren schon Dinge. Sie versuchen noch einen Angriff, den werden wir auch zurückschlagen. Können Sie tatsächlich so sehr in die Dunkelheit vernarrt sein, dass Sie sich willentlich selbst zerstören, um Ihre Feinde zu schlagen? Das waren alle. Gehen wir weiter. Da sind sie, die Suizidbomber. In diesen Ruinen könnte sich eine ganze Armee verbergen. Selbst jetzt könnten wir unter feindlicher Beobachtung. Ich renne hier einfach mal weiter. Die Befürchtung, dass das sonst nie aufhören würde. Du springst uns den Weg frei, oder? Ja, tatsächlich. Moria ist auch für den Kuchen. Er ist jetzt auch vor dem Adler geschützt, oder? Was sollte das? Auch. Oh. Die Elbin ist am Boden! Schnell! Hilf ihr! Ja, nicht nur die Elbin. Der Zwerg ist gestürzt! Unterstütze ihn! Au! Wir kugeln uns jetzt hier einfach mal durch. Heilung! Auch wenn unsere Kameraden Hilfe brauchen. Hilf unserem Freund! Hilf unserer Freundin! Tor ist verschlossen!
Nein, ich wollte gerade unseren Schlachtruf. Und das war jetzt unser endgültiges Ende. Ich bin mir auch nicht sicher, wie das hier genau funktionieren soll. Das hat schon mir nichts gebracht. Das bringt auch nichts. Aha. Wir brauchen deine Hilfe, wenn wir diese Schlacht bescheuerte Stelle. Kann nicht mehr viel einstecken. Eradan ist am Boden, hilf ihm. Wo ist er? Ist er dabei da? Ungünstigen Stelle. Dann brüllen wir hier einfach mal und rennen dann vor. Er ist schon mal ausgeschaltet. Dann haben wir noch den Magier. Und warum sind wir jetzt dann auch wieder gleich tot? Ach, weil wir die Letzten sind, weil unsere Kameraden da unten sterben. Aber wie kriegen wir die hier hoch? Lesen wir nicht so ganz. Vielleicht brauchen wir die Macht des Kuchen. Wir sollten Belleram um Hilfe bitten. Sie nutzen schwarze Magie, um sich zu schützen. Wir müssen näher an sie heran. Au. Sind wir jetzt hier mit oben. Das ist schon mal sehr gut. Und sein Feuerball kommt da auch nicht durch. Okay, aber ich bin ja nicht der letzte Überlebende. Da schon nichts mehr entgegenzusetzen. Ansonsten bringt uns das jetzt hier nicht so viel. Von hinten kommt nichts. Und nochmal den einen oder anderen Pünktchen verteilen. Dann doch noch welche von hinten. Das ist so ein typisches Ding, wenn es schon so ein Ding gibt. Ja. Die Untoten greifen uns an. Dachte ich mir fast. Warum die Untoten? Die haben uns gar nicht so tot gewirkt. Gehen die gleich hinter uns los. Und geht das Tor jetzt auf? Oder schon vorher den Hebel. Hier ist ein Hebel. Da ist ein Hebel. Viel Loot. Wenn es nur Bolzen sind. Ist
andere Tor sieht auch noch nicht so ganz offen aus. Was für eine Kreatur könnte solche Schreie ausstoßen? Hier, formiert euch bei mir! Nazgul-Flugding. Wäre so jetzt mein Tipp. Was ist jetzt für ein Move? Agandas Schergen! Feindliche Bogenschützen auf der Höhe! Passt auf, es gibt noch mehr davon. Ja, so ganz bin ich vom Spiel bloß noch nicht überzeugt. Schlag, auch wenn er nicht gesessen hat. Gab es ja wahrscheinlich dann den einen Punkt, um die Reichweite zu erhöhen. Oh, Suizidbomber. Das haben sie vom Sound her nicht so verkehrt getroffen. Aber die Animation, das ist leider nichts. Aber Kuchen, falls das hier noch länger geht. Aber wir haben auch Punkte. Was? Noch mehr Gesundheitsregeneration. Kuchen. Nom nom nom. Hier oben, Freunde. Ach, jetzt ist vorbei. Bogenschützen. Oh, da gibt's Loot. Das sind wieder nicht einsammelbare Pilze. Was wir hier verkaufen können. Ob wir uns ein Schild kaufen können. Kaufen. Nichts mit Schild angezeigt. Hammer des Minenarbeiters.
Wir haben wieder einen Zweihandhammer. Kostet der, was haben wir? Ja, können wir uns schon leisten. Ja, komm, nehmen wir mit. Aber wir könnten sogar auf ein Schwert umsteigen, aber nee, das ist dem Zwerg nicht würdig. So schon eher Zwergen-like, auch wenn die Axt eigentlich natürlich unübertroffen bleibt. Auf dein Wohl, Laruna. Wenn das Eck nur zum Shoppen war, wo geht's dann weiter? Hier Richtung. Wir müssen den Schlüssel finden. Er ist nicht zufällig hier. Das sieht auch nicht so aus, als ob es da weitergehen würde. Müssen wir uns den Schlüssel kaufen? Bezweifelt. Ja, hier geht's hoch, oder? Jetzt, wo wir das Ding umgenietet haben. Ah, und das sieht auch so aus. Ich spüre eine Schwachstelle in dieser Mauer. Einmal angeklopft. Standard-Kriegsschwert. Irgendwie das Inventar von den anderen managen können wir wohl nicht. Könnte eine Hose für uns gewesen sein. Nicht. Schon ist es offen. Hier ist ein Hebel. Die Balliste wird bestimmt auch gleich besetzt. Ich hab's da. Noch eine versteckte Kiste gibt. Kommt direkt auf uns zu. Schlagt sie nieder. Wir können ihre eigene Waffe gegen sie wenden. Probieren wir das doch. Den nur von da. Da fliegen sie nur so. Los. Machst du nicht vorbei? Die wollen wir nicht. Nicht mehr. Mhm.
greifen von allen Seiten an! Schon wieder hier. Das Schild ist schon mal nicht verkehrt. Den nächsten. Ja. Au! Wahrscheinlich kann man dann mit der Armbrust ich brauche Hilfe. Noch mehr abfangen, sodass man da gar nicht so oft in den Nahkampf kommen muss. Ich brauche Hilfe. Rechtzeitig an den richtigen Stellen nachsieht. Ach, Kamera. Ich bin schwer verletzt. Zur Armbrust. Schauen wir mal nach. Oh, wie es sieht. Sehr nah. Den haben wir. War das der letzte? Machen wir erstmal den Loot ein. Was haben wir denn da für ein Loch? Lustig. Kraftspendendes Mittel. Das hätten wir natürlich mit unserer Elbe auch noch und noch nuckeln können. Das Kackschild. Hilft der unnötigen Isolation. Und das sind ja auch wieder so besondere Dudes. Kein feindliches Geschoss kann diesen Schild durchbrechen. Das ist doch definitiv kein Goblin mehr. Wir lassen es jetzt nicht. Wir kämpfen wie eine Einheit. Dann sollten wir auch vorrücken wie eine. Geht hier noch die Action ab. Ach, du bist noch gar nicht tot. Du bist nur abgestürzt. Wo war das der Zwillingsbruder? Oben ist ein Hebel, aber ich kann ihn nicht erreichen. Was ist das mit den Hebeln oben und den Zwergen? Geht zur Entdeckung. Ich werde euch vor ihren Pfeilen schützen.
Gut, komm. Jetzt hat er Kopfschmerzen, jetzt können wir in den Nahkampf gehen. Oh, das ist einfach nur eine ewig lange Sterbeanimation. Hätten wir da, sobald die Kopfschmerzen haben, gleich aufhören können. Geheimnisse gefunden 1. Level gesamt 1 von 5. Achso, 1 von 5 Geheimnissen oder das erste von 5 Leveln? Wir wissen es nicht. Das sieht schon sehr nach Sauron Zitadelle aus. Auch wenn wir da eher nördlich gelegen irgendwo sind. Deswegen wundert es mich, dass sie da dann auch noch so Festungen haben, wenn das dann eher noch so dieses unerwartete Übel war. Die nicht abbrechenbaren Intro-Sequenzen der Bosse bei Shadows of Mordor sind auch sehr ätzend. Ja, das stimmt. Vor allem dann diese, sagen wir, normalen Dialogen der Minions mit Namen, nenne ich jetzt mal. Das ist halt dann irgendwann nervig, wenn dann immer wieder du einfach mitten im Gemetzel bist und auf einmal stellt sich hinten wieder einer vor als Beppo, der grausame Ork. Warum will Beldaran nicht? Nein, du hättest da hoch sollen. Das war das falsche Ziel. Das trifft man den. Solange wir ihn treffen. Bevor der Tod ihn holt. Dafür gefreut. Sind das wenigstens seine Lebenspunkte oder sind das die Lebenspunkte von der Balliste? Das waren seine. Na, wie geht's euch? Feuerträger! Jetzt wenigstens Feuerwasserträger werden, dann würde ich die auch mit offenen Armen begrüßen. Durch sie durchschlagen. Achtung, sie kommen durch die Decke. Agendas Schergen! Das war zumindest jetzt der größte, den wir erwischt haben, auch wenn die Explosion ein bisschen zu wünschen übrig lassen hat. Jetzt darüber. Das Emissaries. Noch mehr verfluchte Bogenschützen. Ich kann jetzt hier auf überschießen. Sammelt euch bei dir.
Sturm und tödliche Migräne. Der nächste kommt. Dass man während der Aufstehanimation keinen Schaden kriegt. Brauchen wir hier noch unsere Freunde? Und du? Oh, da geht's besser. Leveln. Tatsache. Noch nicht so wenig. Da nehmen wir mir einen Punkt mit, ausnahmsweise. Zwei Punkte hier. Können wir sogar eins runtergehen. Schlachtruf lenkt jetzt die Aufmerksamkeit des Feindes auf den Zwerg, beschäftigt nahe Feinde und erhöht deren Schaden. Ach, beschädigt. Aber es ist gut, wenn es Feinde beschädigt, aber deren Schaden erhöhen hört sich jetzt nicht so gut an. Verringert die Ablenkzeiten deiner aktivierten Fähigkeiten. Kriegen wir da später. Schaden reflektieren. Ja, wenn wir das dann haben, mit dem ist es dann nicht mehr ganz so schlimm, da lohnt sich das. Drücke während dem Blocken, um heftig nach vorne anzugreifen, dabei Feinde zur Seite zu stoßen. Zu beschädigen. Ein Schild. Wir brauchen unbedingt ein Schild. Was ist das? Stimmt, der hatte keinen aufgeladenen Fernkampfangriff, der hatte hier diesen starken Single-Target-Schlag. Nehmen wir lieber hier die Reichweite. Hoffe ich, dass wir noch eine Zwischensequenz sehen, genau. Aganda muss da drin sein. Dann müssen wir auch dorthin. Der Weg ist mit einem mächtigen Zauberschloss versperrt. Kannst du den Bann brechen? Vielleicht, aber es erfordert Zeit und volle Konzentration. Du fängst am besten gleich an. Wir halten für dich wach. Besten gleich mit dem Smörrebröt Zauberspruch anfangen. Ja, es ist schon sehr weit weg von der Lore. Also hier gibt es eine klassische Beschützt-die-beiden-Mission. Aber ich glaube, wir haben jetzt schon recht viel von dem Spiel gesehen. Jetzt würde mich natürlich auch eure Meinung dazu interessieren. Also da
gerne eine Wertung von 1 bis 5 dagelassen, wie ihr denn das Spiel so findet. Ich mache damit eine kurze Abstimmung.